Wir haben da Eier aus Freilandhaltung aus unserem Betrieb. Wildprodukte. Hausgemachtes Bauernbrot. Getrocknete Steinpilze. Nussbrot, Dinkelbrot, Dinkelvollkorn. Unsere Produkte sind Händel, Rind, machen alles Weidehaltung. Warme Leberkäse einmal. Ein bisschen Mehlspeise. Gödel, Marmelade. Die ganze Palette halt da. Das alles hat er am Stettner Bauernmarkt zu bieten. Jeden Donnerstag schlagen Bäuerinnen und Bauern aus der Region dafür ihre Stände am Hauptplatz auf. Da diese jetzt umgebaut wird, zieht der Markt vorübergehend an einen anderen Ort. Ein wichtiger Schritt wird jetzt passieren. Wir werden dann in die ersten Baumaßnahmen gehen. Wir werden im Fischermeier-Gassel im April anfangen, Wasserleitungen eben zu erneuern. Die sind über 60 Jahre alt. Und natürlich kollidiert dann der Baumarkt mit sozusagen unseren Baumaßnahmen zur Umgestaltung. Und daher haben wir auch mit den Marktstandlern vereinbart, dass wir in der alten Zeile den Baumarkt in Zukunft eben haben werden während der Bauphase. In der Nähe des Zentrums und nicht weit vom Hauptplatz entfernt hat sich der Parkplatz in der alten Zeile als neuer Standort angeboten. Von dort aus sind auch die Lokale und Geschäfte zu Fuß gut erreichbar. So bleibt der Bauernmarkt ein Ort, an dem die Menschen zusammenkommen können. Der Markt hat sich schon seit Jahren etabliert und ist sehr beliebt bei den Amstettnern und Amstettnerinnen. Und es ist immer was los am Markt, egal was für Wetter das herrscht in Amstetten. Und es ist einfach eine gute Stimmung, auch für die Gastronomie. Es ist alles belebt, es tut sich was. Donnerstagvormittag ist viel los in Amstetten. Ab April wird zum Donnerstag auch wieder der Samstag dazukommen. Denn jeden ersten Samstag im Monat wird der Samstagsmarkt stattfinden. Und das immer zu einem besonderen Anlass, wie dem Muttertag oder zur Kürbiszeit. Der nächste, also der erste Samstagsmarkt ist am 1. April. Der ist zum Thema Ostern. Wir haben voll viele coole Kunsthandwerker engagiert. Also es werden um die 20 Standler dort stehen. Gemischt mit regionalen Köstlichkeiten, so wie man es auch am Donnerstag ein wenig gewöhnt ist. Aber eher, der Samstagsmarkt ist eher kunsthandwerkslastig, sage ich mal. Darüber hinaus gibt es an den Samstagen auch ein Kinderprogramm mit Makerspace und dem Cleantech Club. Im Vordergrund stehen aber sowohl donnerstags als auch samstags wohl die regionalen Produkte der Bäuerinnen und Bauern. Monika Zahl ist eine von ihnen. Der Markt ist sehr gut besucht, er ist immer donnerstags. Und die Leute treffen sich, jetzt, wenn das Wetter wieder schön wird, ist es wieder viel stimmungsvoller. Die Leute sind freundlich und jeder freut sich, wenn er wieder rauskommen kann, wenn er frische regionale Produkte kriegt und wenn man sich wieder trifft und ein paar Worte wechseln kann. Auch Martin Sonnleiter ist mit seinen Produkten am Bauernmarkt vertreten. Er schätzt am Markt vor allem den direkten Kontakt zu seinen Kunden. Wir sind am Bauernmarkt am Städten, ja, der Markt sehr gut belebt eigentlich, es sind die Kunden sehr freudig, dass die Bauern auch noch in die Stadt kommen, um natürlich einzukaufen können. Und direkt vom Bauern hat man den Konsumenten den Kontakt, wo die Produkte herkommen, und man kann sprechen darüber, wie die Tiere, wie es zum Beispiel bei uns ist, aufwachsen. Diese regionale Einkaufsmöglichkeit scheint auch bei den Gästen des Bauernmarktes vor Ort sehr gut anzukommen. Neben dem Einkauf spielt für viele aber auch der Austausch und das Zusammenkommen eine wichtige Rolle. Mir gefällt das. Erst zum Beispiel gibt es da aus unserer Region Fleisch und Schufkäse und das Ganze. Machen unsere Bauern auch wirklich ein Geschäft. Und wir sind fast jeden Donnerstag herunten. Ja, weil das regional ist, was man da einkaufen kann. Und leider für die Bauern die Sachen einen gewissen Preis zahlt man halt dafür auch, aber sehr zufrieden. Mir gefällt das sehr gut. Also ich habe da Bekannte, die treffen sich, aber die kommen jeden Donnerstag her. Die sind da wie beim Wechsel auf einem Café. Und ja, so brauche ich ein paar Sachen, braucht man die. Und es ist gut, wenn man regional einkauft und, ja, und wenn sich die Leute treffen. Wir kommen da öfters zusammen, auch mit der Schwägerin, mit dem Bruder. Ne? Gehen wir mal zum Udo rein, einmal trinken, ein wenig tratschen. Vorübergehend wird das also jetzt alles am Parkplatz in der alten Zeile stattfinden. Ist der Hauptplatz fertig umgestaltet, geht es dann aber wieder zurück zum alten Standort. Der Bauernmarkt ist etwas Wichtiges, er ist verwurzelt mit der Innenstadt, und wir wollen ja dann auch, dass die Menschen
wenn die Umgestaltung eben abgeschlossen ist, dann wieder den Platz eben hier finden. Es ist einfach etwas, wo wir in die Zukunft schauen. Wir wollen eben mehr Grün, wir wollen mehr Aufenthaltsqualität. Und das dauert halt leider seine Zeit, dass wir eben diese Baumaßnahmen umsetzen. Darum machen wir auch jetzt so viel Werbung, weil der Bauernmarkt ist was Wichtiges für Amstetten, der gehört zu uns und den wollen wir auch weiterhin so betreiben.